Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 18, die Vorlage der Landesregierung betreffend den 5. Bericht der Landesregierung an den Hessischen Landtag zur Umsetzung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes nach § 6 Absatz 7 des Hessischen Gleichstellungsgesetzes, Drucksache 19/2330. Ich sehe schon, es spricht für die Landesregierung Herr Staatsminister Grüttner. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bringe für die Landesregierung den 5. Bericht zur Umsetzung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes nach § 6 Absatz 7 des entsprechenden Gesetzes ein. Seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes am 1. Januar 1994 wird dem Hessischen Landtag in regelmäßigen Abständen Auskunft über die Umsetzung dieses Gesetzes gegeben. Dies geschieht anhand der drei Leitziele, nämlich der Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, der Verbesserung von der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie der Beseitigung bestehender Unterrepräsentanzen von Frauen. Der nun vorliegende 5. Bericht schreibt die Ergebnisse fort und bezieht sich auf den Berichtszeitraum 2008 bis 2012. Das ist schon lange her, aber Sie wissen, dass wegen der Personalstandsdaten eine zeitnähere Berichterstattung nicht möglich ist. Der Bericht dokumentiert die Resultate der bislang durchgeführten Frauenförder- und Chancengleichheitsmaßnahmen innerhalb der Landesverwaltung und in den hessischen Gemeinden und Gemeindeverbänden. Dabei können wir, wie schon bei den vorangegangenen Berichten, wiederum auf eine ganze Reihe von Fortschritten in Bezug auf die Beschäftigungs- und Beteiligungsverhältnisse der weiblichen Beschäftigten im öffentlichen Dienst blicken, die in dieser Form ohne die Existenz eines Gleichberechtigungsgesetzes nur schwerlich denkbar wären. Der 5. Bericht belegt aber auch, dass trotz der stattgefundenen positiven Entwicklungen der Prozess der Gleichstellung in unseren Verwaltungen noch nicht als abgeschlossen gelten kann, sondern in den kommenden Jahren es eine ambitionierte Daueraufgabe, und zwar auf gesetzlicher Grundlage, darstellen wird. Eine entsprechende Novellierung des Gesetzes ist ja zurzeit in der parlamentarischen Beratung. 2012 arbeiteten im öffentlichen Dienst des Landes Hessen mehr Frauen als Männer. Der Frauenanteil an den Vollzeitbeschäftigten nahm auch in der Langzeitbetrachtung stetig zu. Für uns ein deutlicher Beleg für das Bedürfnis der Frau nach einer eigenständigen Sicherung des Lebensunterhaltes und der Altersvorsorge. Die weiblichen Beschäftigten nehmen in einem deutlich überproportionalen Maß an den von den Dienststellen angebotenen Fort- und Weiterbildungsangeboten teil. Der Frauenanteil bei den Auszubildenden liegt seit geraumer Zeit stabil um die 60% und damit weiterhin unverändert deutlich über der Parität. Und was uns besonders freut, es gibt in etlichen Bereichen der Landesverwaltung, und zwar gerade in denjenigen, die eine ganzheitliche Personalentwicklung betreiben, überaus erfreuliche, messbare Zuwächse bei der Repräsentanz von Frauen in den höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Exemplarisch seien hierzu die Anteile der Richterinnen innerhalb der Gerichtsbarkeit der hessischen Justiz, z.B. 50,9% bei den Sozialgerichten erwähnt. 2012 ist der Berichtszeitraum. Das hat sich in der Zwischenzeit sehr deutlich verstetigt. Oder das Beförderungswesen im richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Dienst, wo sich der Frauenanteil in der Erbesoldung in nur 4 Jahren um 20,4% auf 50% im Jahre 2012 erhöht hat. Gleichermaßen positive Entwicklungen finden Sie bei den Beamtinnen im höheren Dienst der hessischen Polizeiverwaltung, deren Anteil sich zwischen 2008 und 2012 auf nunmehr 41,1% gesteigert hat. Auch innerhalb der leitenden Funktionsstellen im Schuldienst, an Haupt- und Realschulen, an den Gesamtschulen, den Berufsschulen und den Gymnasien sind die weiblichen Zuwächse prägnant und merkbar. Die bereits vorhandene umfangreiche Angebotspalette zur Vereinbarkeit von Familienaufgaben und Beruf wurde im aktuellen Berichtszeitraum auf einem qualitativ und quantitativ hohen Niveau weiter ausgebaut. Im vorliegenden Bericht werden die zur Teilzeitbeschäftigung erhobenen Daten erstmals in sogenannte reguläre Teilzeittätigkeit und in die Altersteilzeit aufgeschlüsselt. Dieses Vorgehen ermöglicht präzisere Ergebnisse, gerade auch im Hinblick auf die Frauenanteile in den höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Es hat sich bewährt,
im Berichtszeitraum, dass eben auch die Modellvorhaben entsprechend durchgeführt worden sind. So konnte im Regierungspräsidium Kassel zwischen 2001 und 2011 sowohl der stellenbezogene Anteil der Frauen erhöht werden, als auch die Einkommensschere zwischen der Gruppe der weiblich Beschäftigten und der männlich Beschäftigten verringert werden. Neben eindeutig positiven Ergebnissen benennt der neue Bericht aber auch Defizite, die trotz der klaren gesetzlichen Grundlage und dem engagierten Engagement der Frauenbeauftragten nicht nennenswert verbessert werden konnten. Dabei handelt es sich zunächst um die nahezu unveränderte, ungleiche Verteilung von Frauen und Männern in den Positionen mit Vorgesetzten und Leitungsaufgaben. Die ausgewerteten Personalstandsdaten belegen, dass Frauen in vielen Führungspositionen deutlich unterrepräsentiert sind, obwohl es noch nie so viele Frauen mit ausgezeichneten Abschlüssen und Qualifikationen gegeben hat wie zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Weiterer Handlungsbedarf besteht auch bei der beruflichen Entwicklung von Beschäftigten mit Familienaufgaben. Familien und Beruf sollten so miteinander verbunden werden können, dass beiden Elternteilen eine adäquate berufliche Entwicklung möglich ist. Der fünfte Bericht zeigt, dass in den letzten Jahren gerade auch jüngere Männer dazu bereit sind, sich stärker Familienaufgaben zu widmen. Daher muss eine Kultur, die gewährleistet, dass eine gleichberechtigte Aufteilung von Rechten wie Elternzeit, Teilzeit oder Freistellung für Familienaufgaben weder Frauen noch Männern zum Nachteil gereicht, weiter ausgebaut werden. Das Umdenken in diese Richtung hat begonnen. Ein Schritt in diese Richtung dürfte sicherlich auch die Hinterfragung des sogenannten Anwesenheit-Mythos, insbesondere bei Führungs- und Leitungsaufgaben, sein. Und, meine Damen und Herren, der fünfte Bericht zeigt zweierlei prägnant auf. Zunächst eine Vielzahl kontinuierlich positiver Entwicklungen und Erfolge bei der Anwendung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes. Gleichzeitig analysiert er bestehende Schwachstellen bei der gezielten Förderung von weiblichen Beschäftigten in Positionen mit Vorgesetzten und Leitungsfunktionen sowie bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer und offenbart damit auch Handlungsempfehlungen für die bevorstehende Novellierung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes. Insofern übernimmt er eine wichtige Kontrollfunktion. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. In der Aussprache hat als Erstes das Wort der Abg. René Rock für die Fraktion der Freien Demokratischen Partei. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ja, wir besprechen heute oder wir diskutieren heute den fünften Bericht der Landesregierung zur Umsetzung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes. Und, der Minister hat darauf hingewiesen, die Zahlen sind nicht ganz tagesaktuell, aber ich glaube, man kann trotzdem Trends ablesen und kann deshalb auch hier an dieser Stelle eine Bewertung vornehmen. Ich bin auch froh, dass wir uns einig geworden sind, dass uns die Frage so wichtig ist, dass wir sie auch hier sozusagen an dieser Stelle platziert haben in der Tagesordnung, um uns eben auch intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Denn wir werden ja auch Gesetzentwürfe und eine Anhörung auswerten und entsprechend auch hier noch Entscheidungen treffen müssen. Deshalb möchte ich nur kurz einiges zum Bericht sagen, zum Inhalt des Berichtes. Der Minister ist ja schon sehr ausführlich darauf eingegangen. Dennoch, glaube ich, möchte ich aus meiner Sicht das eine oder andere noch ergänzen. Im Bericht selbst wird, glaube ich, deutlich, und das ist der positive Teil, es gibt eine positive Entwicklung. Die Ziele werden zunehmend umgesetzt. Wir sind natürlich längst nicht an den Zielen angelangt, aber wir sind auf einem relativ vernünftigen Weg. Das lässt sich auch daran ablesen, dass die Hertie-Stiftung auch im Jahr 2012 das Zertifikat Audit Beruf und Familie erteilt hat. Also wir haben eine externe Begutachtung unserer Arbeit, der Arbeit der Landesregierung hier, die eben auch eine positive Entwicklung unterstellt. Und wir stellen fest, Frauen kehren früher aus der Elternzeit zurück, da sie scheinbar auch familienfreundlich hier ihren Beruf weiterführen können. Und wir haben, und das ist ganz wichtig, darum sage ich das auch noch einmal, einen weiteren Zuwachs von Vollzeitstellen, die durch Frauen besetzt werden. Das ist eine ganz wichtige Tendenz, die wir auch hier feststellen können.
zu den Kritikpunkten, die man auf jeden Fall im Auge behalten muss und die auch einem leider ins Auge springen, ist es so, in Führungspositionen sind Frauen deutlich unterrepräsentiert. Und das zeichnet sich insbesondere auf darin, je höher die Position, die Besoldungsgruppe ist, umso weniger Frauen sind dort anzutreffen. Nach wie vor ist abzulesen in diesem Bericht, dass natürlich Teilzeitarbeit, Telearbeit und familienbedingte Pausen zu einer zu schlechteren Karrierechancen führen. Auch hier bleibt weiter Handlungsbedarf. Und man sieht im Gegenzug auch, es liegt nicht an geringem Interesse der Frauen an Karriere oder an geringem Interesse an Frauen an Fortbildung. Nein, das Gegenteil ist abzulesen. Es gibt ein großes Interesse von Frauen für berufliche Weiterbildung, um den Aufstieg zu ermöglichen. Die Fortbildungen werden überdurchschnittlich durch Frauen genutzt und durch Frauen wahrgenommen. Die Frauen in den höheren Besoldungsgruppen, das fand ich noch ganz interessant. Darum wollte ich das hier auch noch einmal erwähnen. Der Minister hat hier auch so einen kleinen Schlenker gemacht. Frauen in höheren Besoldungsgruppen, in Führungspositionen, nehmen deutlich häufiger Teilzeitangebote in Anspruch. Das scheint ein Trend zu sein. Aber ich hoffe, dass das auch respektiert und anerkannt wird und dass das auch niemand zum Nachteil wird. Das finde ich auch eine positive Entwicklung. In der Landesverwaltung sind Frauen in den Gremien paritätisch vertreten. Ich möchte trotzdem noch einmal auf zwei Themen hinweisen, die einem ins Auge fallen, auf die man immer, glaube ich, auch schauen sollte. Wir haben eine Entwicklung beim Hessischen Rundfunk im Verwaltungsrat. Da haben wir 9 Mitglieder, davon sind 2 Frauen. Das ist eine Frau weniger. Dort hat sich sogar eine schlechte, sozusagen, hat sich das Verhältnis sogar verschlechtert. Im Rundfunkrat ist es noch deutlicher, da sind es 30 Männer und keine Frau. Also da sollte man auch weiter mal. Die Zahlen sind ein bisschen älter, Herr Fraktionsvorsitzender. Ja, das kann ich auch nichts hören, wenn die Berichte deshalb ein bisschen älter sind. Verbandsversammlung des LWV steht in diesem Bericht 59 Männer, 16 Frauen und im Verwaltungsausschuss 12 Männer, eine Frau. Also da ist noch einmal ein Punkt, der ins Auge fällt. Und da sollte man eben auch hinsehen und alle Fraktionen und alle, die politische Verantwortung haben, sollten da eben auch noch einmal schauen, ob nicht hier diese Verhältnisse anders gestaltet werden können, weil die Politik stellt immer hohe Forderungen auch an private Unternehmen und an die Gesellschaft. Ich glaube, da sollte man eben auch sich an die eigene Nase fassen. Man kann keine Fraktion ausnehmen an dieser Stelle. Aber ich dachte, bei solchen signifikanten Zahlen sollte man heute die doch zumindest einmal an dieser Stelle nennen. Ich möchte eine kurze Bewertung noch vornehmen. Gesetzliche Regelungen stoßen an Grenzen. Das ist nun einmal so. Und gesetzliche Regelungen können gesellschaftliche Einstellungen zwischen Geschlechtern und auch in der Gesellschaft selbst nicht ersetzen, aber sie können sie gut ergänzen und sie können natürlich auch ihren Teil dazu beitragen, gewisse Entwicklungen zu unterstützen, aber sie können sie, wie gesagt, aus meiner Sicht nicht ersetzen. Die Gesellschaft braucht Zeit zum Umdenken. Die Berichte haben ja auch immer eine gewisse Zeit, einen gewissen Zeitraum, den sie brauchen, um erstellt werden zu können, weil sie natürlich auch Entwicklungen abbilden sollen. Von daher ist das ein Thema, das wir dauerhaft bearbeiten müssen. Ich glaube auch, dass es unstrittig ist, dass zuverlässige Kinderbetreuung zu entsprechenden Zeiten geboten werden muss, dass die auch näher am Arbeitsplatz sich orientieren muss, dass wir flexible Arbeitszeiten brauchen und dass auch die Telearbeit oder das sogenannte Homeoffice nicht dazu führen darf, dass man abgehängt wird und dass wir hier natürlich immer noch besser werden müssen. Aber wir sind hier auf dem Weg. Das will man, das sollte man anerkennen. Aber wir sind natürlich noch längst nicht da, wo wir sein sollten und wo wir hoffentlich bald irgendwann mal sein werden. Ich glaube, die Frage der Gleichberechtigung der Frauen in der Berufswelt hat einen ganz großen Verbündeten. Und dieser Verbündete ist jetzt keine politische Kraft, sondern sie ist eine gesellschaftliche Entwicklung mit Chancen und Risiken. Das ist nämlich der demografische Wandel. Und ich glaube, der wird die Gesellschaft, Unternehmen, aber auch Verwaltung zwingen, immer stärker auf diese Herausforderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf einzugehen und auch die Chancen und auch die Notwendigkeit für Frauen in dem beruflichen Werdegang verbessern, weil die Anforderungen an die Arbeitgeber und natürlich auch an die Verwaltung damit steigt und die Zwänge, um qualifizierte Kräfte zu finden für verantwortungsvolle Arbeit, dazu führen werden, dass sich
vielleicht Dinge, die seit, die man, man hört es ja oft, schon immer so gemacht werden, doch vielleicht sich ändern werden. Und natürlich wird auch der Generationenwechsel in Führungspositionen zu viel mehr Selbstverständlichkeiten führen in der Einstellung gegenüber familienbedingten Herausforderungen. Auch da, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Ich denke, wir sind mit diesem Bericht gut informiert worden. Die Zahlen sind nicht ganz aktuell. Er zeigt einen positiven Trend. Und auf der anderen Seite zeigt er aber auch auf, wie hoch der Handlungsbedarf noch ist. Ich möchte noch einmal anmerken, die gesellschaftlichen Herausforderungen ersetze ich nicht durch Gesetze, aber Gesetze können diese Herausforderungen stark unterstützen. Und ich glaube, da sind wir auf dem Weg in Hessen. Und da können wir auch noch ein bisschen besser werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Als Nächstes hat das Wort Frau Abg. Alex für die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, zu wenig, zu langsam, zu zäh. Es geht nicht so recht voran mit der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst. In seiner engagierten Rede eben hat der Herr Minister Optimismus verströmt. Aber wir sagen, wenn in 3 Jahren der Anteil vollzeitbeschäftigter Frauen im öffentlichen Dienst um 1,2 Prozentpunkte steigt, übrigens Prozentpunkte, das geht in dem Bericht manchmal durcheinander, aber es kann uns egal sein, wenn Sie sich hier künstlich arm rechnen oder noch ärmer rechnen. Wir hoffen nur, dass der Unterschied im Finanzministerium so weit verstanden ist. Also, wenn der Anteil von Frauen im öffentlichen Dienst um 1,2 Prozentpunkte steigt, dann kann man das bejubeln. Man kann aber auch ausrechnen, dass es dann weitere 15 Jahre dauern wird, bis die Frauen überhaupt bei 50% sind, was noch immer nicht ihrem Anteil an Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Vollzeit betrifft. Unbestritten eingeräumt ist im Bericht die zwei großen Baustellen, die sind schon genannt worden, der hohe Anteil von Frauen bei Teilzeitstellen und der noch viel zu geringe Anteil von Frauen in gut bezahlten Führungspositionen. Durch Teilzeitarbeit verzichten Frauen für die Wahrnehmung vielfältiger Aufgaben in der Familie, für Kinderbetreuung und was immer mehr zu Buche schlägt bei der Pflege kranker oder betagter Angehörigen. Da verzichten sie auf Karrieremöglichkeiten. Man sagt, es ist jetzt angestiegen, und die Landesregierung sieht da nicht mehr so den Zusammenhang zwischen Teilzeit und Aufstieg. Aber die Männer, die wissen es genau. Denn wenn Sie sich einmal angucken, dass die Frauen 90%, knapp 90% der Teilzeitbeschäftigten stellen. Und wenn Sie dann sehen, und der Herr Minister hat es ja gesagt, bei der Altersteilzeit ist es ja anders, da ist es nämlich pari pari. Das ist ja ganz klar. Wenn man in Altersteilzeit geht, braucht man keine Angst mehr, um künftige Karrierechancen zu haben. Und deswegen kann man das auch gut in Anspruch nehmen. Männer machen in der Regel das nicht so gerne, dass sie Teilzeit arbeiten. Warum auch? Sie haben weniger Möglichkeiten zum Aufstieg, sie haben ein geringeres Einkommen und sie haben später eine schlechtere Altersversorgung. Wenn wir nun auf den Blick auf Frauen in gehobenen Positionen werfen, sehen wir, die Luft nach oben ist nach wie vor dünn. Ich möchte nur einmal einen Blick auf den Bildungsbereich werfen und dabei nicht auf die absolut armseligen Ergebnisse zu sprechen kommen, die wir an den Hochschulen haben. Wir schauen einmal an die Grundschulen. Da sehen wir in dem Bericht einen interessanten Satz. An den Grundschulen müssten wir einmal die Frauenförderung auch ein bisschen überdenken, denn dort seien ja die Frauen überrepräsentiert. Und es wäre doch wichtig, dass auch Männer an Grundschulen kommen. Und da müsste man sich etwas überlegen. Ja, was kann man sich da wohl überlegen, damit Männer an Grundschulen gehen? Ja? Höchste Verantwortung,
große Belastungen, höchste Pflichtstundenzahl, geringste Bezahlung. Das ist genau der Grund, warum Männer auch nicht in Kindertagesstätten gehen. Ja, das ist einfach nicht interessant. So, und wenn wir von den Frauen in Führungspositionen, die in Teilzeit arbeiten, reden, dann schauen wir, dass das besonders an Grundschulen möglich ist. Ja, warum ist es an Grundschulen möglich? Weil natürlich die Teilzeitstellen, die dort gemacht werden, in Wirklichkeit Vollzeitstellen sind. Es ist eine solche Belastung, die dort durch die Aufgaben der Inklusion, durch immer neue Verwaltungsaufgaben, durch Mentorentätigkeit, durch Unterricht, durch Aktivitäten, durch Elterngespräche auf sie zukommen, dass viele sagen, ich nehme eine Halbzeitstelle, dann muss ich wenigstens nur Vollzeit arbeiten. So sieht es in der Realität aus. Es gibt weder halbe Konferenzen, noch halbe Ausflüge, noch halbe Elterngespräche, noch halbe sonst was auf die in den hessischen Schulen. Und da kommen wir zu einem Punkt, den der Herr Rock erwähnt hat, und er hat ganz recht damit. Er hat nämlich gesagt, nicht alles kann man durch Gesetze regeln. Ich würde sagen, nicht alles kann man durch ein Gleichstellungsgesetz regeln. Hier braucht man eine gute Schulpolitik. Hier braucht man eine gute Bildungspolitik. Und wenn wir eine schlechte Bildungspolitik haben, werden wir auch in dem Bereich nichts erreichen. Und mit Nullrunden locken Sie auch keine Männer in die Grundschulen. Wenn in dem Bericht zu lesen ist, dass die Gymnasien gefragt werden, den Anteil von Frauen an den Schulleitungen voranzutreiben, dann muss man fragen, wie sollen die Gymnasien das machen unter den Rahmenbedingungen, die wir haben. Die Rahmenbedingungen müssen sich ändern. Aber natürlich kann man mit einem guten Gleichstellungsgesetz etwas, Gleichberechtigungsgesetz etwas machen, mit einem Gesetz, das mit den Frauenbeauftragten kommuniziert und beraten wird. Und wir als SPD haben einen Entwurf vorgelegt. Wir waren schnell. Wir haben einen guten Entwurf vorgelegt, der demnächst ja auch mit diskutiert werden wird. Und Sie können sich ja überlegen, ob Sie sich da unseren Überlegungen anschließen wollen. Ich will nicht sagen, wir mussten Sie zum Jagen tragen, sonst kommt wieder die Diskussion von gestern Nachmittag auf den Tisch. Nein, ich gehe mal davon aus, dass unser Entwurf so gut ist, dass er nicht nur von allen Frauen in diesem Parlament mitgetragen werden wird, sondern auch von allen selbstbewussten Männern in diesem Parlament mitgetragen wird. Und an die Kolleginnen von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN möchte ich noch sagen, Sie haben den vierten Bericht verrissen als katastrophale Bilanz der schwarz-gelben Regierung. Sie könnten den fünften leise kritisieren, weil ja, der Berichtszeitraum nicht in Ihrem Verantwortungsbereich ist. Aber Sie werden doch sicher dem sechsten Bericht zujubeln wollen. Dann müssen Sie auch die entsprechende Zustimmung zu unseren Forderungen zeigen. Und wir freuen uns dann auf die Beratung. Vielen Dank, Frau Kollegin Alex. Es spricht jetzt für die CDU-Fraktion Frau Kollegin Ravensburg. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte mich zunächst einmal bedanken bei Staatsminister Stefan Grüttner und vor allen Dingen auch bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diesen Bericht, über den es heute geht, den fünften Gleichberechtigungsbericht, erarbeitet haben. Denn dieser Bericht ist nicht einfach nur eine Darstellung und Interpretation von Zahlen, die man so einfach aus dem Computer abrufen könnte. Nein, die Erstellung erfordert umfangreiche Abfragen, Rückfragen und Nachfragen.
Meine Damen und Herren, dass sich von den 60 Städten in Hessen lediglich 27 zurückgemeldet haben, das finde ich allerdings sehr bedauerlich. Aber Herr Rock hat viel Richtiges gesagt und sprach von den gesellschaftlichen Veränderungen. Ja, das ist so. Dann wussten Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass mittlerweile 60% der Auszubildenden in der hessischen Landesverwaltung weiblich sind und sogar 66% in den Kommunen? Wussten Sie, dass sich der Frauenanteil sowohl bei Beamten als auch Angestellten stetig erhöht hat und z.B. in 2012 im Landesdienst, Frau Alex, 54,5% betrug? Aber auch die Anzahl der vollzeitbeschäftigten Frauen nimmt deutlich zu. Inzwischen arbeiten 42,4% der Frauen in Vollzeit, und das ist nämlich eine Steigerung von 3,4%. Und auch der Anteil der Frauen in Führungspositionen, Herr Rudolph, der steigt kontinuierlich. Ich habe hier die Zahlen der B-Besoldung von 2005. Da waren es 8%. In 2012 haben wir 18%. Da sieht man schon daran, dass Frauen auch Karriere machen wollen und auch die Chance davon bekommen. Aber Frau Alex, Ihre Äußerungen bezogen sich eigentlich nur auf Schule. Ich finde, Landesverwaltung ist sehr viel größer, aber insbesondere auf die Grundschulen haben Sie hingewiesen. Ja, auch meine Fraktion weiß um die Belastung der Grundschullehrerinnen und über die hervorragende Arbeit, die sie tun. Deshalb haben wir auch die Schulleiter in Grundschulen hochgestuft, und sie bekommen auch das Gehalt von A13. Und, meine Damen und Herren, in diesem Bericht möchte ich mich auf drei Schwerpunkte konzentrieren, die mir besonders wichtig sind. Da ist zunächst einmal die Teilzeitarbeit. Dazu sollte man wissen, und das haben meine Vorredner erwähnt, dass im Landesdienst eine sehr hohe Teilzeitquote ist. 25% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Teilzeit, ja auch Männer. Davon sind allerdings 87,7% weiblich, bei den Kommunen sogar 93% weiblich. Schon diese Zahlen zeigen, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf immer noch überwiegend eine Frage von Frauen ist. Aber es wurde der gesellschaftliche Wandel erwähnt, der zeigt sich meiner Meinung nach auch bei den jungen Müttern. In der Vergangenheit sind sie gerade insbesondere im öffentlichen Dienst längere Zeit komplett aus dem Beruf ausgestiegen, und genau das hat sich jetzt verändert. So begünstigen die hervorragenden Teilzeitmöglichkeiten im öffentlichen Dienst viele Anstrengungen zur Verbesserung der Kinderbetreuung, z.B. auch hier in den Ministerien, aber natürlich der Ausbau der Kindertagesstätten, dass man immer kürzer die Elternzeit in Anspruch nimmt. Und deshalb arbeiten im Durchschnitt die Frauen bereits nach 1,5 Jahren nach der Geburt ihrer Kinder dann wieder im Landesdienst und dann meistens in Teilzeit. In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch einen zweiten Punkt näher betrachten, nämlich Familie und Karriere. Spannend ist folgendes Ergebnis aus unserem vorliegenden Bericht. Die Übernahme von Führungsaufgaben in Teilzeit, also ich meine Teilzeit im höheren Dienst, das ist eine fast weibliche Domäne. Aus meiner Sicht muss es gelingen, die Last und die Freude von Beruf und Familie, von Karriere und Familie gleichberechtigt auf beide Partner zu verteilen. Immer noch ist der Anteil der Frauen konstant hoch, Herr Gremmelt. Ich gehe gleich darauf ein, denn es muss sich auch dort gesellschaftlich in den Köpfen nicht nur der Führungspersonal, sondern auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und zwar in der gesamten Bundesrepublik, ändern. Ich glaube, wir sind da auf gutem Weg. Wir sehen es ja bei den Elternzeitmonaten, dass Väter immer mehr diese Elternzeitmonate in Anspruch nehmen und dass dieses auch anerkannt wird. Ich freue mich sehr, dass viele Männer auch Verantwortung übernehmen wollen.
Und deshalb will ich auch noch einmal erwähnen, Teilzeit bedeutet nicht, dass ich eine halbe Woche arbeite und eine halbe Woche mich um Kinder kümmere oder von morgens bis mittags arbeite und dann Familie mache. Nein, es sind heute sehr viele flexible Modelle im Landesdienst möglich, dass man z. B. sagt, man hat einen Familientag in der Woche. Und solche Modelle sind für Väter durchaus akzeptierbar, und sie sind auch das, was viele Männer anstreben. Und ich denke, unsere Aufgabe in die Zukunft, wir reden ja immer hier über Zahlen von 2012, die sollte es sein, dass die Akzeptanz für Männer verbessert wird, die einen Teil ihrer Zeit für Familie einsetzen wollen. Denn das kommt auch den Frauen zugute, die diese Zeit, diese Freiräume nutzen können, um ihre Karriere voranzutreiben. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch erwähnen, dass der Bereich der Beamtinnen in Führungspositionen auch in Vollzeit kontinuierlich steigt. Bei der A-Besoldung liegt der Frauenanteil jetzt bei 38,6 %, bei der R-Besoldung, also in der Gerichtsbarkeit, stieg der Anteil der Beamtinnen am Führungspersonal auf 36,2 %. Aber ich will auch noch einen dritten Aspekt beleuchten, und das sind die Gremien. Da bin ich auch nicht mit zufrieden. Die Besetzung von Gremien könnte sich durchaus verbessern, und da sehe ich noch durchaus Handlungsbedarf. Denn ohne die gezielte Ansprache und Empfehlung von Vorgesetzten wird es kaum eine Entsendung in die Gremien geben. Umso größer ist die Verantwortung in Personalentwicklung, Frauen auch die Fortbildung zu ermöglichen und für die Gremienbesetzung vorzuschlagen. Und deshalb macht unser Gesetz, über das wir in der kommenden Woche in der Anhörung diskutieren, hier ganz klare Vorgaben. Wir wollen den Frauenanteil deutlich verbessern. Denn Herr Rock hat es, glaube ich, erwähnt, es liegt nicht etwa daran, dass sich Frauen nicht um Fortbildung bemühen. Ganz im Gegenteil. Trotz aller Schwierigkeiten von Vereinbarkeit melden sich überproportional viele Frauen an Fortbildungen an. Aber ihre Zahl bei Führungs- und Leitungsseminaren könnte sich noch verbessern. Und deshalb ist Frau Kollegin, Sie müssten zum Ende Ihrer Rede kommen. Ich meine, es gibt viele Lösungen, wie wir das Problem lösen können. Und deshalb finde ich die Entwicklung, dass auch im Landesdienst es möglich ist, dass es Inhouse-Seminare gibt, dass man nicht mehr eine ganze Woche fort muss zum Seminar, für Frauen ein Riesenvorteil ist. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass sich der Frauenanteil in Führungspositionen in den nächsten Jahren deutlich verbessern wird. Was wir mit unserem Gesetzentwurf tun können, das tun wir. Und in dem Sinne freue ich mich auf die Beratungen des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes, das wir eingebracht haben. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Ravensburg. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ein solcher Bericht macht sicher eine Menge Arbeit. Daher zunächst einmal vielen Dank für alle die sich daran bemüht haben, uns hier mit diesen Zahlen zu versorgen. Er scheint aber auch eine Menge Abstimmungsbedarf hervorzurufen, denn es hat schließlich relativ lange gedauert, bis die Zahlen des Jahres 2012 und die Zeit davor dem Parlament und der Öffentlichkeit vorgelegt werden könnte. Das ist schon ein bisschen her, und deswegen frage ich mich und die Landesregierung, ob es nicht möglich wäre, den Landtag und die Öffentlichkeit ein bisschen zeitnah zu informieren. Denn wenn wir jetzt die Schlüsse aus den Jahren 2012 ziehen und dann Anträge dazu formulieren wollen oder Ideen einbringen wollen, müssen wir uns am Ende wieder sagen lassen, wir sind doch schon viel weiter, und das haben wir doch alles längst abgearbeitet, und das ist alles schon viel besser. Also wenn der Bericht sinnvoll sein soll, dann muss er zeitnah kommen. Immerhin haben wir die glückliche Situation, dass der Bericht es noch geschafft hat, vor der Änderung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes zu kommen, damit wir ihn hier noch mit einbeziehen können. Auch wenn Sie jetzt nicht gelacht haben, es war ein Scherz, wenn auch ein bitterer. Aufgrund der Verzögerung ist es notwendig, dass auch das
ist auch dieses Gesetz, und wir erleben das auch bei anderen Änderungen zum Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, z.B. Schweinsgalopp durch die Gremien gepeitscht werden. Dabei weiß man doch, dass Zeit ein wichtiger Faktor für Demokratie ist. Aber wahrscheinlich ist das nicht gewollt. Aber nun noch einmal konkreter zu dem Bericht im Einzelnen. Der öffentliche Dienst bietet viele Arbeitsplätze, die für Frauen interessant sind. Somit ist der Frauenanteil höher als der Männeranteil. Damit hört aber auch die stärkere Frauenbeteiligung leider schon auf. Wenn wir uns die Beamtinnen und Beamten ansehen, die sind 72% der Beschäftigten. Der Frauenanteil ist allerdings geringer als ihr Anteil an der Mitarbeiterschaft. Diese Zahl muss auf dem Hintergrund des hohen Anteils von Teilzeitbeamtinnen relativiert werden. Und jetzt einmal zu den Auszubildenden. An der Stelle trifft, glaube ich, wenn man so drauf guckt und auf das, was einführend gesagt worden ist, traue nur der Statistik Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Hier kann man nämlich deutlich sehen, wie unterschiedlich man einen solchen Bericht lesen kann. Da kann man nämlich sagen, bei den Auszubildenden liegen wir gut. Da haben wir 60% Frauenanteil und 66% bei den Gemeinden. Das liest sich erst einmal richtig gut. Wenn man aber genauer hinguckt, stellt man fest, dass es in den letzten Jahren 13.225 Azubis weniger gegeben hat als in den Jahren davor, also ein deutlicher Rückschritt und eigentlich ein Skandal, weil das Land hier Vorreiter sein sollte, und dass von diesen 13.000 dann 75% Frauen waren. Das heißt, eigentlich ist ein Trend, der da war und der gut war, zurückgefahren worden. Und man kann am Ende immer noch sagen, wir haben 60 bzw. 66% Anteil von Frauen. Das finde ich schon relativ fragwürdig, wenn man das dann so unkritisch darstellt. Interessant wäre aber zu erfahren, warum das alles so ist. Und bewerben sich weniger junge Frauen als früher? Wie ist das mit den Beamtenstellen? Kommen dafür weniger Frauen in Frage? Das wären die Fragen, die ein Gleichstellungs-Operandon, heißt ja Gleichberechtigungsbericht, beantworten sollte. Nur dann könnten wir sehen, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss, um wirklich eine Gleichstellung zu erhalten. Interessant ist weiterhin, in welchen Gehaltsstufen Frauen arbeiten. Schauen wir uns die B-Besoldung an, dort, wo es um Geld und Bedeutung geht, da gibt es die laut Bericht positive Entwicklung von einem Frauenanteil von 14,8 auf einen von 18,4 innerhalb von 5 Jahren. Da hat sich aber nur in einer Besoldungsgruppe etwas getan, in der fünf neue Stellen geschaffen wurden. Das war dann ein kleines bisschen besser als vorher, aber wahrlich kein Erfolg. Da fällt mir nur der Spruch ein, der als Motto für diesen Bericht gelten kann: Der Fortschritt ist eine Schnecke. Exemplarisch will ich das an zwei Bereichen aufzeigen. Das eine ist der richterliche und der staatsanwaltschaftliche Dienst. Dort gibt es zwar Steigerungsraten, was die Frauenbeschäftigung betrifft. Diese finden weitestgehend bei den Sozial- und Arbeitsgerichten statt, aber nicht bei den Finanzgerichten. Sind keine Frauen bereit, an diese Gerichte zu gehen, oder liegt dies an den Strukturen, dass sie keine Frauen nehmen wollen? Das sind Fragen an den Bericht, die ich nicht beantwortet finde. Wenn man sich die Zahlen aber genau ansieht, wird man auch hier erkennen, dass für die Beamtinnen mit der Gleichstellung noch ziemlich lange dauern wird, wenn es im aktuellen Schneckentempo weitergeht, und zwar bezogen auf diese spezielle, also das ist nicht insgesamt wie die Zahl der Kollegin vorher, dann wird es ungefähr 27 Jahre dauern, bis wir paritätische Verteilung vorhanden haben. Wenn man sich die Besoldungsgruppen ansieht, wird die Spreizung besonders deutlich. In den drei höchsten Besoldungsgruppen gibt es überhaupt keine Richterin, in der niedrigsten Besoldungsgruppe fast 50%. Ein zweites Feld möchte ich exemplarisch herausnehmen. Das sind die Hochschulen. 21,9% der Professuren haben in Hessen Frauen inne. Trotz Förderung gab es zwischen 2009 und 2012 nur eine Steigerung um sage und schreibe 2%. Eine Untersuchung der Europäischen Union hat einmal einen Vergleich hergestellt. Dabei waren 53% der Professuren in Finnland, 49% in Litauen, 44% in Schweden und 41% in Polen von Frauen besetzt. Ich könnte diese Liste noch länger weiter vortragen und Sie damit quälen. Da Deutschland mit 25% auf dem vorletzten Platz vor Malta liegt und, wie erwähnt, Hessen mit 21,9% noch hinter Malta. Wenn der Frauenanteil jedes Jahr um 0,5% steigt, wie es in den vergangenen Jahren war, dann werden wir hier alle im Saal eine paritätische Besetzung von Hochschulprofessoren nicht mehr erleben. Die Statistik, ganz einfach. Wenn es in dem Tempo weitergeht wie in den letzten Jahren, werden Sie und ich ganz bestimmt nicht mehr da sein, die jüngeren Kolleginnen und Kollegen aber auch nicht. Von daher, ja, tut mir leid, Janine.
Von daher ist dieses Schulterklopfen, das Sie hier vorhin gemacht haben, ein bisschen sehr, sehr früh. Das kann man vielleicht in 20 Jahren noch einmal überlegen, wenn es in dem Tempo weitergeht. Es gibt viel zu tun, bevor wir eine Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst haben, und das, obwohl so viele Frauen hier arbeiten. Auffallend ist der hohe Anteil von Frauen in Teilzeitbeschäftigung. Das hatten wir vorhin schon einmal, und er steigt weiter. 87% der Teilzeitbeschäftigten sind Frauen. Dies zeigt das große Interesse zu arbeiten und trotzdem noch Mensch zu bleiben, das heißt, sich um Familie, Freunde und andere Dinge zu kümmern. Es ist allerdings wenig Frauen- und wenig mitarbeiterfreundlich, wenn Elternzeit weitgehend durch innerorganisatorische Maßnahmen ausgeglichen werden. Dies führt zu weiterer Arbeitsverdichtung und erhöht den Arbeitsstress. Der Hessische Rundfunk weicht als einziger von dieser Regel ab. Die befristete Einstellung von Ausbildungsabsolventinnen ist meines Erachtens ebenfalls keine beispielgebende Lösung. Eine frauen- und familienfreundliche Verwaltung kann nur dann realisiert werden, wenn die Arbeitsverdichtung zurückgeht und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht weiterhin unter massivem Zeit- und Vorgesetztendruck stehen. Sollten wir nicht stärker darauf setzen, Arbeitszeitverkürzung für alle anzubieten? Dann hätte sich auch das Problem erledigt, dass Teilzeitkräfte. Frau Kollegin, Sie müssten zum Ende Ihrer Rede kommen. Ich komme schnell zum Ende meiner Rede. Dann hätte sich auch das Problem erledigt, dass Teilzeitkräfte größere Hürden überwinden müssen, um in Führungspositionen zu kommen. Und ich meine damit nicht auf 41 Stunden, sondern eher Richtung 30 Stunden. Der öffentliche Dienst sollte eine Vorreiterrolle einnehmen bei der Gleichstellung von Frauen und die Entwicklung familienfreundlicher Arbeitszeiten. Bitte letzter Satz. Ist eine Schnecke des Fortschritts am Horizont leider noch nicht zu sehen. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Erfurth von BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch ich möchte zu Beginn ein paar Zahlen aus dem Bericht zitieren. Es sind Zahlen aus dem Berichtsjahr, aus dem letzten Berichtsjahr, aus dem Jahr 2012. Der Frauenanteil insgesamt im Landesdienst betrug 54,5%. Die Auszubildenden, obwohl etwas rückläufig, das konnte man durchaus, das war nicht versteckt, das konnte man sehr genau lesen, dass der Ausbildungsanteil zwar rückläufig ist, aber dennoch immerhin 60%, aber immerhin noch über der Hälfte der Auszubildenden liegt. Und im höheren Landesdienst haben wir mit 59,1% eine sehr hohe Ausbildungsquote. Also im höheren Dienst haben wir eine Ausbildungsquote von 59,1% bei den Frauen. Und bei den Arbeitnehmerinnen sind es im höheren Dienst 56,7%. Entschuldigung, bei den Arbeitnehmerinnen im höheren Dienst 56,7%. Das zeigt ja, dass Frauen in der Regel gut ausgebildet sind, hoch motiviert sind und auch in den Landesdienst eintreten wollen. Ich finde, das ist zunächst einmal eine Zahl, wo man sagen kann, ja, bei dem ersten Blick ist okay, gut, dass Frauen sich auch interessieren und nicht zu Hause bleiben wollen. Und man könnte, wenn man oberflächlich wäre, auch sagen, Frauen, regt euch nicht auf, ist doch alles gut, ihr habt ja die Hälfte der Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst. Aber auch darauf haben alle hingewiesen, und das ist auch richtig so, wer sich vertiefter mit den Daten beschäftigt, stellt rasch fest, dieser oberflächliche Blick trügt, und die alte Gleichung der Frauenpolitik stimmt nach wie vor. Und diese alte Gleichung hat immer schon gesagt, je höher das Amt, je besser die Bezahlung, je weniger Frauen. Und diese Gleichung stimmt, das hat der Sozialminister hier vorgetragen, steht auch im Vorwort so drin. Darauf haben alle meine Vorrednerinnen und Vorredner hingewiesen. Es ist immer noch so, Frauen in Führungs- und Leitungspositionen sind deutlich unterrepräsentiert. Und diese Erkenntnis ist nicht neu. Und wir wissen, dass wir daran arbeiten müssen, Frau Alex. Und genau das ist der Punkt, warum wir an diesem Punkt im neuen Gleichberechtigungsgesetz sehr intensiv gearbeitet haben. Und das Gesetz, das die Koalitionsfraktionen Ihnen vorgelegt haben, hat genau auch diesen Fokus, zu sagen, wir müssen daran arbeiten, dass sich der Frauenanteil in Führungs- und Leitungspositionen ändert.
Und da gebe ich auch Herrn Rock sehr genau recht. Wir können gesetzliche Rahmenbedingungen setzen. Wir können versuchen, einen Rechtsrahmen zu schaffen. Aber wir ändern mit Gesetzen keine gesellschaftliche Wahrheit oder keine gesellschaftliche Wirklichkeit. Und deshalb müssen wir versuchen, an diesem Rahmen zu arbeiten. Und diesen Rahmen versucht das neue hessische Gleichberechtigungsgesetz, das sich ja in den Beratungen befindet, zu setzen. Wir haben in § 4 ein neues Leitprinzip formuliert. Man könnte auch Leitbild sagen, was wir künftig in der hessischen Verwaltung und für alle Adressaten dieses Gesetzes formulieren und adressieren. Wir wollen nämlich darauf hinwirken, dass sich Führungskräfte ihrer Arbeit, ihrer Aufgabe bewusst sind, für Chancengleichheit von Männern und Frauen zu sorgen. Das ist genauso ein wichtiges Prinzip, als dass sie darauf hinarbeiten, dass Arbeit erledigt wird. Sie müssen sich darum auch kümmern, dass Chancengleichheit von Männern und Frauen gewährleistet wird. Das klingt erst einmal als hehres Ziel, aber wir haben es auch unterlegt. Es gibt nämlich die Pflicht, Frauen besonders für Führungs- und Leitungspositionen zu qualifizieren. Und es gibt in diesem Gesetzentwurf die Verpflichtung, darauf hinzuwirken, dass Frauen motiviert werden, solche Fortbildungsmaßnahmen wahrzunehmen, dass sie angeboten werden und dass sie auch, Frau Kollegin Ravensburg hat darauf hingewiesen, als Inhouse-Seminare zum Beispiel angeboten werden, dass es Frauen ermöglicht, Frauen und auch Männern mit Familienaufgaben ermöglicht wird, diese Führungsqualifikationen auch durchzuführen. Und dann kann sich, man braucht den Unterbau, dann kann sich auch tatsächlich der Anteil von Führungskräften erhöhen. Und so gibt es z.B. in dem Gesetzentwurf, den wir Ihnen vorgelegt haben, die Verpflichtung, bei Ausschreibungen darauf hinzuwirken, dass alle Stellen in Teilzeit besetzt werden können, und zwar auf allen Hierarchieebenen. Damit wird klargestellt, dass wir einen Weg ebnen wollen, dass auch Frauen, dass auch Frauen in Führungen sein wollen. Herr Rudolph, genau das ist der Punkt. Wir müssen in den Köpfen etwas ändern, und wir wollen. Wir haben das Gesetz, in dem Punkt haben wir gesagt, es müssen alle Stellen auch als Teilzeit geeignet ausgeschrieben werden, über alle Hierarchieebenen hinweg. Und dann gilt das Prinzip, dass Führung sich Gedanken machen muss, wie ermögliche ich so etwas und nicht wie verhindere ich, sondern wir müssen eine Kultur des Ermöglichens in allen Dienststellen darüber in Gang setzen. Das wird nicht alle mit Jubel und Freude erfüllen, sondern man muss dann darüber nachdenken, wie organisiere ich Arbeit so, dass auch Menschen mit Teilzeit diese Arbeit erfüllen können und auch diese Arbeit künftig auf diesem Arbeitsplatz so erfüllen können, dass die Arbeit für alle zufriedenstellend sich erledigen lässt. Und dass eine solche Strategie zum Erfolg führen kann, das zeigt der Weg, den der Landkreis Marburg-Biedenkopf mit seinem besonderen Konzept für Nachwuchsförderung eingeschlagen hat. Da hat man das nämlich genauso gemacht und ist da so herangegangen, besondere Fortbildung anzubieten und genau danach zu suchen, wo Frauen ihre Potenziale haben. Das ist der richtige Weg, in den wir einschlagen müssen, und damit eben Frauen auch stärker in Führungspositionen kommen. Wir sind uns sehr einig in der Koalition, dass das Gesetz nur den Wandel anstoßen kann und den Rahmen für den Wandel setzen können. Und deshalb haben wir den Personalverantwortlichen auch einen Strauß von Maßnahmen an die Hand gegeben, wie sie eine geschlechtergerechte Personalentwicklung betreiben können. Das geht von den besonderen Fortbildungsmaßnahmen, von denen ich eben sprach, über Personalkostenbudgetierung bis hin zu einem veränderten Beurteilungswesen, das auch Unterschiede in Erwerbsbiografien berücksichtigen kann. Das Beispiel beim RP Kassel zeigt, dass Personalkostenbudgetierung ein sehr erfolgreicher Weg sein kann, um auch Unterrepräsentanz von Frauen anzugehen. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass eine Dienststelle nicht zusammenbricht, wenn man sich auch plötzlich anders darum kümmert, wie man Frauen in Führungspositionen bringen kann und man Gehirnschmalz darauf verwendet, wie man diese vermeintlich unüberwindliche Hürde überwindet.
Die Instrumente, die wir in dem Vorschlag zum HGLG, was wir in der nächsten Woche beraten werden, in der übernächsten Woche hier in der Anhörung haben werden, über die Instrumente, da entscheiden die Dienststellen. Das geben wir ihnen in die Hand. Aber das Ziel ist klar, meine Damen und Herren. Es müssen mehr Frauen in Führungspositionen, damit wir beim nächsten Bericht, Frau Alex, auch hier sagen können, wir haben es ein Stück geschafft, auch wenn wir noch nicht alles erreicht haben. Ich danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Erfurt. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit stelle ich fest, dass der Bericht gegeben wurde vonseiten der Landesregierung, die Aussprache erfolgt ist.